Moin Leute, eine neue Prognose steht an. Diesmal ist es der DFB-Pokal. Die Partien, die hier zu sehen sind, sind ja in der Prognose auch zu sehen. Bayern spielt ja, glaube ich, gegen Rödingshausen. Die gibt es leider bei FIFA nicht. Dementsprechend konnte ich Bayern jetzt leider nicht prognostizieren. Am Anfang ist meine Stimme relativ heiser. Wundert euch nicht, ich war ein bisschen erkältet die letzten Tage und habe das an verschiedenen Tagen aufgenommen. Aber naja, fertig gelabert. Jetzt geht's los mit Hannover gegen Wolfsburg. Tippt gerne mit den Kommentaren übrigens. Los geht's. Bereits im letzten Jahr im Pokal gab es diese Partie. Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Letztes Jahr war es ein Spiel in der Volkswagen Arena und da konnte sich der VfL durchsetzen. Hier gehörte die erste Halbmöglichkeit erstmal den Gastgebern, aber das war noch nicht sonderlich gefährlich und dann wachte Wolfsburg auf und wollte auch mal nach vorne spielen. Rex Bischai bringt den Ball auf die Außenseite. Das ist Renato Steffen auf William, der rechte Verteidiger, der in den letzten Wochen immer mal wieder unglücklich aussah. Das war jetzt ein guter Ball. Arnold Brekalo. Und das ist dann Pech, dass der Ball nicht einschlägt. Glück für Michael Esser und Co., dass der von Brekalo eben nicht den Weg ins Tor fand. Aber Wolfsburg blieb dran. Yannick Gerhardt und der Abschluss. Diesmal kann Esser konsequenter eingreifen und den Ball zum Eckstoß klären. Der VfL wurde immer besser, konnte sich aber bis dahin noch nicht belohnen. Hannover war ein bisschen harmloser und verlor den Ball in dieser Situation auf dem Weg nach vorne. Das ist Arnold. William, Steffen, super Zusammenspiel. Weghorst hämmert ihn rein. 0-1. Und die Gäste waren in Front nach einer knappen halben Stunde. Aber auch absolut verdient. Hannover 96, wie gesagt, am Anfang waren sie noch durchaus besser in der Partie. Diese Halbchance haben sie gesehen. Und dieser schnelle Kombinationsfußball, der aber auch möglich ist, weil Hannover nicht raufgeht, führt dann dazu, dass Weghorst hier in dieser Situation einfach mal draufhämmern kann aus 16 Metern und lässt Esser dadurch keine Chance, dass der eben extrem hart und doch recht platziert geschossen war. Zweiter Durchgang, der VfL Wolfsburg wollte noch schnell einen draufsetzen. Gerhardt wieder ins kurze Eck, diesmal ist Esser wieder da. Sehr aufmerksamer Keeper an diesem Abend, aber er musste eben schon einmal hinter sich greifen und das schmerzt doch sehr. Insbesondere wenn man weiterkommen will, sollte man nach vorne auch mehr Akzente setzen können und das passierte lange Zeit nicht, denn immer wieder waren die in blau gekleideten Gäste im Angriff sehr aktiv. Yannick Gerhardt, klasse Schussabnahme, aber dann auch gut pariert und so stand es weiterhin 0-1. Es ist schon die Schlussphase, die absolute angebrochen. Nochmal ein Eckstoß für Hannover. Schwegler bringt den rein. Füllkrug, Castils kann ihn erstmal klären. Aber was machen denn die Verteidiger da? Yannick Gerhardt schenkt den Ball her. Und Bobby Wood gleich 2 Minuten vor Schluss aus. 1-1. Hannover 96 rettet sich gerade so mit Hängen und Würgen in die Verlängerung. Aber das hat sich der VfL Wolfsburg absolut selbst zuzuschreiben. Diese Verteidigungssituation kann Castils nicht gefallen. Eigentlich eine gute Parade, aber dann müssen sie den Ball da einfach rausschlagen. Machen sie nicht. Bobby Wood lockt ihn den Ball ab und drischt das Ding dann rein. Castils kann man da keinen Vorwurf mehr machen. Die Situation war doch eigentlich schon geklärt. Aber es war noch nicht Verlängerung. Einen hatte Wolfsburg noch. Das ist William. Über die rechte Seite setzt sich dagegen Albornoz richtig gut durch. Und das ist Weghorst. Mit viel Pech für den VfL und viel Glück für Hannover 96 geht es in die Verlängerung. Nochmal eine super Aktion. Richtig großes Glück für Esser, dass er da nicht eingreifen muss. Die Verlängerung war dann eher so ein bisschen abtasten. Keiner wollte den spielentscheidenden Fehler machen. Das ist Weghorst, bringt den Ball mal nach außen. Die Flanke von William und Steffen mit dem Kopfball. Aber das ist eben kein Spezialist und dementsprechend kann Esser den Ball ohne Probleme abwehren. Im zweiten Durchgang der Verlängerung hatte dann auch Hannover nochmal eine Nadel zu setzen. Und zwar diesen Stich durch Füllkrug. Guter Kopfball, gut platziert, aber auch das wurde dann nichts mehr. Und so ging es ins Elfmeterschießen. Die ultimative Dramaturgie in der zweiten Runde des DFB-Pokals zwischen Hannover 96 und Wolfsburg. Es stand bereits 3-3, aber Hannover hatte einen Elfmeter mehr. Jetzt hatten beide 4 geschossen, 3 getroffen, 1
versemmelt. Dann sehen wir aber Albornoz, der das fünfte Ding verhaut. Und jetzt kommt der VfL Wolfsburg. Die Möglichkeit für Rex Bischai, das Ding hier zuzumachen. Rex Bischai gegen Esser und er macht's und bringt damit den VfL in die nächste Runde. 4:3 nach Elfmeterschießen setzen sich die Gäste hier durch und nach schweren Wochen bei den Gästen aus Wolfsburg kommt jetzt endlich mal wieder Freude auf. Bitter für Hannover im Elfmeterschießen herauszufliegen, aber über die 120 Minuten gesehen waren die Gäste auch die bessere Mannschaft, setzen sich dann nicht unverdient in die nächste Runde ab. Ein Traditionsduell zwischen Darmstadt und Hertha, das schon in der Vergangenheit die ein oder andere Kontroverse ausgelöst hat. Sandro Wagner ist da mal als Stichwort in den Raum hineingerufen. Die erste Möglichkeit hier hatten die Gäste, die die Partie auch direkt von Anfang an übernehmen wollten und erstmal auch übernahmen. Und Lukassen in der Innenverteidigung heute wieder aufgestellt, muss den aus kürzester Distanz eigentlich schon reinmachen. Aber es sollte in der Situation noch nicht klappen und dann kam mal Darmstadt nach vorne. Wir sind noch in der Anfangsphase und Jovan Jones haut da so einen Kopfball raus. 1:0 für Darmstadt, erste Möglichkeit, erste Offensivannäherung der Lilien und prompt stand es 1:0 für die Gastgeber. Hertha BSC überrannt, ein sehr guter Konter, das erinnert vielleicht so ein Stück an die alten Bundesliga-Zeiten. Marcel Heller mit dem Sprint über die Außen und ja, dann sitzt der Ball irgendwie, nur dass es diesmal Jovan Jones war. Der war damals noch nicht da. Gut gesetzter Kopfball, schlägt unter der Latte ein. Und Jahrstein steht ein Stück zu weit vor seinem Kasten. Also die frühe Führung für den kleinen Außenseiter. So groß ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ja nicht. Und trotzdem wäre das hier schon eine ziemliche Überraschung. Und sie kam wieder, wollten noch einen draufsetzen. Jones und der Abschluss von Marvin Melem. Klasse pariert von Rune Jahrstein. Hertha schlief in der Phase so ein Stück weit. Glück, dass hier nicht der zweite Treffer fiel. Klasse Abnahme aber auch von Zehner der Darmstädter. Gut pariert von Jahrstein. Immer wieder Eckstöße von der Hertha. Von Platenhardt gefährlich reingetreten. Kalou aber erstmal geklärt. Die Situation noch nicht vorbei. Platenhardt macht die nochmal heiß und Kempe bringt ihn raus. Trotzdem weiterhin die Gäste in Ballbesitz. Valentino Lazaro nochmal auf Salomon Kalou. Gutes Zusammenspiel. Flanke Ibisevic. Und in der 39. Minute stand es dann Remy. Verdiente Kost bzw. verdienter Lohn für die Hertha. Machten jetzt Druck und in der Situation konnte man es sehen. Darmstadt konnte sich kaum befreien aus dieser Drucksituation und dann ist der Ball eben irgendwann drin. Da kann man da nichts mehr machen. Für Daniel Heuer-Fernandes ist da sowieso nichts zu halten. Und Ibisevic machte mit einer sehr komplizierten und guten Schusstechnik aus nicht allzu bestem Winkel das Ding rein. 1:1 stand es also nach 39 Spielminuten. Und es gab nochmal einen Eckstoß vor der Pause. Die waren wirklich sehr gefragt. Und Plattenhardt brachte die immer wieder extrem gut vors Tor. Das ist Lustenberger. Diesmal aber etwas zu kompliziert die Position, um den gefährlich aufs Tor zu bringen. Und trotzdem setzt er den wirklich nicht schlecht. Es war über die 45 Minuten in der ersten Halbzeit eine sehr unterhaltsame Partie. Und so sollte das doch im zweiten Durchgang weitergehen. Hertha wurde immer stärker. Das ist Ibisevic. Nimmt sich einfach mal den Abschluss absolut zurecht, wie er den raufhaut. Das ist sensationell, aber auch eine klasse Reaktion von Heuer-Fernandes. Kriegt da den linken Arm noch ran und wehrt ihm zum Eckstoß ab. Aber der kommt jetzt hier auf dem Fuße und jetzt sieht Heuer-Fernandes nicht mehr so gut aus. Sehr unglückliche Aktion. Salomon Kalou mit dem gefährlichen Kopfball, aber direkt auf Mann. Und den muss ein Keeper eigentlich halten. Und Heuer-Fernandes hat die Qualität, solche Bälle wegzufangen oder zumindest zur Seite zu klären. Bitter für Darmstadt. Jetzt waren die Gäste in Führung. Das erste Mal an diesem Abend, aber auch verdient. Und wieder war es ein Eckstoß. Plattenhardt, Kalou, zu frei. Und Heuer-Fernandes ist noch dran, aber kriegt den Ball da unglücklich nochmal an den Arm, an die Hüfte. Und von da prallt der Ball ins Netz rein.
konnte Darmstadt da jetzt nochmal drauf reagieren, weil lange Zeit kam jetzt von ihnen nichts mehr nach der 1:0-Führung und der einen Chance danach. Jetzt versuchen sie nach vorne zu spielen, auf die Außen. Da kommt Plantenhardt nicht ran, Marcel Heller mit seiner Schnelligkeit erläuft sich den, aber Jahrstein und Lukasen klären das da dann im Verbund. Gut gemacht, Jahrstein wäre sonst vermutlich auch dran gewesen. Nochmal Darmstadt, Hollands Schuss, aber abgewehrt und nochmal einer dazwischen. Lukasen sehr aufmerksam, hätte er sein Ding am Anfang der Partie noch gemacht, dann wäre es ein perfekter Auftritt gewesen. Letzte Aktion gehörte der Hertha. Kalou über die rechte Seite bringt das Jellbrett ins Spiel. Gute Flanke und da kommt auch nochmal die Möglichkeit zum Abschluss, aber es sollte nichts mehr sein mit dem 3:1. Am Ende kommt die Hertha weiter. Absolut verdient setzen sie sich gegen die Lilien durch. Es war eine spannende, eine unterhaltsame Partie. War bis zum Ende eben auch offen aufgrund des knappen Spielstandes. Aber unterm Strich ließ die Hertha nichts mehr anbrennen und setzt sich damit durch und steigt in die nächste Runde ein. Nach dem Sieg in Magdeburg kann jetzt Hannes Wolf sich auch das erste Mal im Pokal probieren und die Hamburger übernahmen die Partie von Beginn an gegen Wien Wiesbaden, die in der ersten Runde den Stadtrivalen aus St. Pauli rausschmeißen konnten. Das wollte der HSV hier nicht mit sich machen lassen und übernahm von Beginn an das Zepter. Die erste Möglichkeit aber noch ohne Erfolg. Doch sie blieben weiter dran. Mangala sehr aufmerksam. Wang auf Hand, einmal durchgesteckt, wieder Wang und dann kommt Kolke ran, konnte sich hier sehr gut präsentieren, weil er eben auch viele Bälle auf den Kasten bekam, schon in der Anfangsphase extrem oft eingreifen musste, machte er hier sehr gut. Aber dann dieser Fehlpass im Spielaufbau nach vorne, das ist Pierre-Michel Lasogga, Mangala legt den Ball auf Naray und da ist Wang erstmal noch da. Das Aluminium dazwischen und dann ist Lasogga da. 26. Minute, Pierre-Michel Lasogga profitiert davon, dass Wolf im Geschäft ist. Wird jetzt wieder von Anfang an scheinbar dauerhaft aufgestellt und hat hier eben den richtigen Riecher. Guter Schuss hier an die Latte, aber Lasogga staubt dann ab, kommt angerauscht und hämmert den Ball Volley ins Netz. Gutes Ding, aber wäre auch fast noch drüber gegangen. Aber es ist irrelevant, wenn der Ball sitzt. 0:1 und so stand es dann auch zur Pause. Wien Wiesbaden brachte sehr wenig nach vorne. Die Fans hatten auch scheinbar trotzdem Verständnis dafür, dass so viel heute scheinbar nicht drin war. Das sah man auch im zweiten Durchgang weiterhin der HSV. Wieder Wang, der war sehr auffällig. Darms kann es nicht richtig klären. Holtby legt zurück auf Mangala. Hand legt sich den Ball selber hoch und dann dieser Abschluss, der deutlich zu harmlos ist. Er noch mit einer sehr unauffälligen und nicht ganz so guten Vorstellung an diesem Abend. Aber der HSV blieb dran, wollte jetzt bereits mit dem 2:0 die Entscheidung erzielen, denn das wäre sie auch gewesen. Da wäre dann wohl nichts mehr angebrannt. Beim 0:1 ist es immer eine knappe Sache, aber Kolke machte wirklich einen klasse Job an diesem Abend. Doch weiterhin der HSV, Naray Hand und diesmal konnte er zustechen. 63. Spielminute, 2:0 für die Gäste aus Hamburg, absolut verdient und auch jetzt die in Anführungszeichen Höhe ist definitiv in Ordnung. Es hätte schon deutlich höher noch stehen können. Der Gästeblock freute sich jetzt dennoch. Das war schon ein Ruhekissen, das man da erstmal hatte mit diesem 2:0. Absolut verdient, weil von Wien wirklich gar nichts kam. Da konnten sie auch in den letzten Wochen in der dritten Liga deutlich mehr überzeugen. Jetzt enttäuschen sie so ein wenig, aber vielleicht liegt der Fokus auch eben auf dem Liga-Wettbewerb. Jetzt nochmal vor Schluss, aber die Möglichkeit zumindest das 1:2 zu machen. Manuel Schäffler, einer der besten Torjäger aus der dritten Liga, versucht es hier aus 17 Metern, aber auch eine gute Parade von Pollersbeck. Viel wurde er nicht gefordert, wenn, dann war er da. Und so geht diese Partie unter dem Strich 0:2, absolut souverän für den Hamburger SV aus. Das geht so in Ordnung. Es hätten noch ein paar mehr Tore fallen können und dennoch werden sie damit sehr zufrieden sein. Eine souveräne und gute, ruhige Partie des HSV endet mit 2:0 für die Gäste. Eine Zweitligapartie in der zweiten Runde des Pokals zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SV Sandhausen. Das bedeutet eben auch eine offene Partie mit
Möglichkeiten in beide Richtungen. Tendenziell hätte man wahrscheinlich sogar Heidenheim hier in die Favoritenrolle, wenn man eine benennen möchte, stecken können. Aber Sandhausen war hier erstmal die bessere Mannschaft in den letzten Wochen in der Liga, ja auch wieder etwas stabiler geworden. Gislason, Linzmeier, Wooten. Das war eine sehr gute Kombination. Jetzt aber dieser Ballverlust. Und trotzdem bekommen sie ihn nochmal wieder, weil Mainka mit dem Ball nicht richtig umgehen kann. Und dann kann sich Kevin Müller mal auszeichnen. Klärt zum Eckstoß. Aber das sind Fehler in der Hintermannschaft bei Heidenheim. Die kann Frank Schmidt so nicht akzeptieren. Und damit war er auch nicht zufrieden. Wir springen zum anschließenden Eckstoß. Die Möglichkeit für Sandhausen. Und von Heidenheim kam wirklich gar nichts. Guter Eckstoß. Und da ist Schleusener. Und der macht das Ding rein. 39. Minute. 1:0 für die Gäste. Die verdiente Führung, weil von Heidenheim noch gar nichts kam. Die Voith Arena sah keinen guten Gastgeber. Logischerweise waren sie bedient, aber auch damit mit Kummer und Leid können sie sicherlich umgehen. Trotzdem darf dieses Tor so niemals passieren. Schleusener geht da viel zu einfach durch, bewegt sich einen Schritt nach vorne und dann ist es ausgerechnet Marc Schnatterer, der Routinier, der da nicht ganz dran bleibt. Und so stand es zur Pause 1:0 für die Gäste aus Sandhausen. Absolut verdient gingen sie mit dieser Führung in die Halbzeit. Die Heidenheimer Fans wachten nochmal auf und wollten jetzt im zweiten Durchgang ihre Mannschaft nach vorne brüllen. Aber erstmal ein ähnliches Bild. Das ist Fabian Schleusener mit dem Abschluss und wieder muss Kevin Müller eingreifen. Das kann Frank Schmidt einfach nicht gefallen. Das war keine gute Partie von seiner Mannschaft. Wie auch immer das so zustande kommen konnte, weil Sandhausen ja jetzt auch nicht die Übermannschaft ist. Und jetzt versuchten sie es auch mal. Manon Busch. Und das ist Strauß mit der Flanke. Klingmann kann ihn halbgar rausklären. Verlat dann mit dem Fehler. Schmidt auf Busch. Und Manon Busch versucht es. Aber haut den Ball mit seinem linken Fuß drüber. Der junge Mann, der mal bei Werder Bremen gespielt hat. Und dort auch gegen Wolfsburg ein Bundesliga-Tor erzielen konnte. Über 60 fand er dann den Weg nach Heidenheim. So, und jetzt nochmal die Möglichkeit, hier zumindest das 1:1 zu erzielen. Aber Heidenheim war einfach nicht gut drauf und die hundertprozentige Möglichkeit war nicht da. Strauß war es nochmal, aber dann war auch die ganze Szenerie vorbei. Heidenheim verliert gegen Sandhausen 0:1, stellte sich viel zu lange in der Partie unklug nach vorne an. Wenig passierte da und so gewinnt absolut verdient der Gast mit 1:0 und zieht in die nächste Runde ein. Wenn man weit zurück in die Vergangenheit reist, dann findet man eine DFB-Pokalpartie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05. Das gewann Augsburg 1980 mit 2:0 und da wollten sie heute natürlich dran anknüpfen. Zumindest wollten sie das Ergebnis gerne übernehmen und das zeigen sie von Anfang an und hatten auch die erste Möglichkeit. Philipp Max, der den Eckstoß erst ausführte, dann über Umwege den Ball wieder bekam, da deutlich zu frei zum Schuss kommt, aber dann nicht die Ruhe hat und ja, vielleicht besser den Ball hätte auflegen sollen mit seiner Auflegerqualität. Jetzt wieder Augsburg, sie machten hier eine gute Anfangsphase. Kajubi dreht sich da um seinen Gegenspieler hinweg und Müller kann eingreifen, pariert den Ball. Schwache erste Hälfte von beiden Teams. Augsburg versuchte es zumindest noch nach vorne zu spielen. Von den Gästen kam erstmal gar nichts. Im zweiten Durchgang wendete sich dann die Partie komplett. Augsburg brachte nichts mehr nach vorne und Mainz versuchte mal ein Tor zu erzielen. Ist ja auch nicht schlecht. Brusinski auf Kunde Malong, Alexandru Maxim versucht es dann zumindest mal mit dem Abschluss. Andi Lute muss mal eingreifen. Der war sehr lange Zeit an diesem Abend beschäftigungslos und ist vielleicht sogar froh, dass er sich mal bewegen musste. Aber richtig gefährlich wurde es auch nicht. Nochmal der erste FSV, Mainz 05. Wir sind schon in der Schlussphase der Partie. Uja auf Onisivo. Mehr Möglichkeiten waren einfach nicht rauszuholen. Hinteregger mit dieser halbgaren Klärungsaktion, aber Aaron Martin holt ihn wieder. Uja über die linke Seite mit der Flanke und da ist Mateta und setzt den Lucky Punch. 86. Spielminute, 1:0. Für den ersten FSV Mainz 05. Die Gäste konnten sich freuen, aber das war wirklich eine Partie zum Fußball abgewöhnen.
wirklich zwei vernünftige Möglichkeiten im ersten Durchgang, zwei vernünftige Möglichkeiten im zweiten Durchgang. Also 2:2. Alle dachten ja, jetzt geht's halt in die Verlängerung, aber nein. Mateta machte da den Menschen einen Strich durch die Rechnung. Es war auch kalt in der WWK Arena, trotzdem dürfte die Fuggerstädter das nicht sonderlich erfreuen. 0:1 verliert der FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Es war wirklich eine schwache Partie. Nicht mal von Kampf geprägt, es kam einfach nach vorne zu wenig. Und so gewinnt dann der Lucky Punch von Mateta dieses Spiel. 1:0 gewinnen sie und ziehen in die nächste Runde ein. In der ersten Runde konnte der FC Hansa Rostock bereits den VfB Stuttgart rausschießen. 2 Tore von Cebisuko machten da die Sache erstmal klar. Jetzt wollten sie hier gegen Nürnberg den nächsten Bundesligisten raushauen und dass die auswärts vielleicht auch mal zu schlagen sind, das sah man ja bereits in der Bundesliga. Aber neues Glück, neues Spiel, beziehungsweise neues Spiel, neues Glück. Erste Aktion, die wirklich auffällig war, Nico Rieble hier mit dem Foul in der 9. Spielminute. Von Kampf sollte diese Partie hier gar nicht erst geprägt sein. Man wollte hier eigentlich so ein bisschen durch Fouls die Partie anleiten, aber das ließ der Schiedsrichter nicht mit sich machen, sodass es jetzt mal dazu kommen musste, dass es mal Tormöglichkeiten gibt. Das ist jetzt Mühl mit der ersten Möglichkeit für die Klubberer. Respekt dafür, dass er sich dort die Direktabnahme nimmt, aber auf der anderen Seite ist es dann eben auch wieder zu ungefährlich. Der erste Durchgang war auch aus Rostocker Sicht wahrscheinlich zufriedenstellender, weil Nürnberg wenig nach vorne brachte, aber der FC Hansa Rostock bekam auch keine wirklichen Möglichkeiten zustande. Jetzt wieder Nürnberg mit dem Versuch nach vorne zu spielen über die linke Seite. Mühl da im Zusammenspiel, Behrens jetzt auf Petrak. Wieder Hanno Behrens, Markreiter, Georg Markreiter, der Innenverteidiger, mal mit nach vorne gekommen, weil er sich das scheinbar vorne nicht mehr angucken konnte. Trifft aber nur das Außennetz. Johannes Gelios muss gegen diesen Schuss nicht agieren, weil er am Tor vorbeiging. Jetzt mal Rostock wieder nach vorne. Merveli Biancardi über die linke Außenseite. Gute Flanke und da ist Königs. Konnte zuletzt auch in der dritten Liga endlich mal beweisen, dass er torgefährlich ist. Hier mit dem Kopfball, der gar nicht schlecht gesetzt ist, aber trotzdem eben nicht den Weg ins Tor fand. Dann dieser schwache Abschluss von Martenia und Rostock hat den Ball wieder in den Füßen. Mirnes Pepic, super Ball! Und Hilsner muss das Ding machen. Wenn man nicht so viele Möglichkeiten bekommt, dann müssen diese Dinger einfach sitzen. Trifft nur das Außennetz. Er stand weiterhin 0:0. Und der FC Hansa Rostock wurde jetzt stärker. Es ist schon die 80. Spielminute. Königs und Suku mit dem Abschluss. Aber direkt in die Arme von Martenia. Und jetzt kam tatsächlich nochmal der erste FC Nürnberg. Die Verlängerung stand kurz bevor. Das ist André Petrak mit dem Ball auf Lukas Mühl. Und der macht das 1:0. In der 88. Spielminute werden den Rostockern die Pokalträume genommen. Eine Unachtsamkeit kurz vor Schluss. Und die Elf von Michael Kölner kann sich in die nächste Runde absetzen. Dieser Ball war entscheidend. Mühl stand nicht im Abseits und setzt den Ball dann direkt oben in den Knick aus der Distanz für Gelios schon mal gar nicht zu halten. Bitter für die Kogge. Und der Club kann sich durchsetzen. Mit viel Dusel gewinnen sie hier mit 1:0. Es war nicht unbedingt unverdient, aber die Verlängerung wäre schon sicherlich das gerechte Maß gewesen. So ist ein Treffer dafür entscheidend, dass Nürnberg weiterkommt. Lukas Mühl in der 88. Spielminute war der entscheidende Punch. Der erste FC Köln konnte mal wieder Bundesliga-Luft schnuppern, denn jetzt war der FC Schalke 04 zu Gast im Rhein-Energie-Stadion. Und die Geißböcke machten hier von Beginn an eine gute Partie, traten mutig auf und bekamen dann auch ihre Möglichkeiten. Und der FC Schalke 04 sehr abwartend, sehr defensiv, musste sich das erstmal anschauen. Und zwar dieses Tor von Terodde. Horn mit der Flanke und dann sensationelle Abnahme direkt in den Kasten. Fährmann kann gar nicht mehr reagieren, weil man mit so etwas grundsätzlich einfach nicht rechnen kann. Setzt sich da im Zweikampf durch, stellt den Körper gut rein
gegen Matija Nastasic. Da ziehen beide, hebt er ab und hämmert das Ding rein. Sensationeller Treffer zum 1:0 für den ersten FC Köln. Und der FC Schalke 04 musste seine leichte Favoritenrolle erstmal so ein bisschen beiseite legen, sodass sie hier ein bisschen Kopf frei bekam und bekam dann auch die Möglichkeit. Alessandro Schöpf aber schießt da Timo Horn an. Dann geht der Ball ans Aluminium. In der Szene wirklich großes Glück für die Gastgeber, dass der nicht drin war. Das muss es eigentlich sein. Das muss das 1:1 an der Tafel, an der Anzeigentafel zustande bringen. Aber es kam nicht dazu und der FC Schalke 04 nochmal vor der Pause. Brill Donald Embolo, aber Schmitz grätscht rein, haute sich rein und das war wirklich am ganzen Abend hier zu sehen in Köln. Der erste FC wollte es einfach machen. Sie wollten den Favoriten aus Gelsenkirchen raushauen. Eine Rivalität ist ja durchaus auch da durch die Fanfreundschaft zwischen den Kölnern und den Dortmundern. Und jetzt wollte man den Königsblauen eine auswischen. Aber sie wurden jetzt stärker. Die Elf von Domenico Tedesco hatte sich sicherlich wieder in der Pause einiges anhören müssen. McKenny hier mal mit dem Abschluss, aber erstmal war Georges Mehre dazwischen. Grätschte da rein. Der Ball hier von McKenny dementsprechend nicht gefährlich aufs Tor, sondern weit darüber hinweg. Wir sind schon 20 Minuten vor dem Ende und Schalke kam nochmal über diese Standardsituation. Sané verlängert, Kenny am zweiten Pfosten mit dem Ausgleich. 71. Spielminute, Weston McKennie bringt den S04 wieder zurück in diese Partie. Das war jetzt im zweiten Durchgang aber auch verdient. So viel muss man dazu sagen. Köln machte nicht mehr so viel, wartete mehr ab. Das war keine gute Entscheidung und das wurde jetzt bestraft. Sané verlängert eben, am zweiten Pfosten läuft Weston McKennie durch und haut den Ball dann hinein in die Maschen. Und vor der 90. Minute nochmal die Möglichkeit für Schalke hier in der regulären Spielzeit alles klar zu machen. Embolo steckt klasse durch auf Guido Burgstaller, aber Timo Horn ist gerade noch so dazwischen. Viel Glück in dieser Szene, bekommt den Ball durch die Hosenträger hindurch und wehrt den Ball zur Ecke ab. Mit diesem Resultat ging es dann in die Verlängerung. Köln und Schalke 1:1 nach 90 Spielminuten. Eine Partie, gesamt gesehen, tatsächlich über weite Strecken hinweg. Eine Partie auf Augenhöhe. Und jetzt nochmal Köln. In der regulären Spielzeit wollte es am Ende nicht mehr klappen mit dem Treffer. Jetzt sollte es hier Simon Zoller mal machen. Aber auch dazu kam es nicht. Und dann gab es auch nicht mehr viele große Chancen, sodass es ins Elfmeterschießen gab. Der Showdown. Also auch zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Schalke 04. Wer würde da die Nerven behalten? Es stand nach 6 geschossenen Elfmetern 2:1 für Köln. Valembolo verschoss. Horn konnte retten. Und jetzt die Möglichkeit für Özkan hier zu erhöhen. Macht er das gegen Fährmann? Nein, auch er scheitert. Wieder viele verschossene Strafstöße. Alessandro Schöpf gegen Timo Horn und das kann nicht wahr sein. Wieder ein verschossener Elfmeter und jetzt musste der Ball in Anführungszeichen nur noch sitzen. Die Möglichkeit für Dominik Drexler, den ersten FC Köln in die nächste Runde zu schießen. Er nimmt den weiten Anlauf. Dominik Drexler gegen Ralf Fährmann und der macht's. Der erste FC Köln setzt sich also tatsächlich am Ende gegen den FC Schalke 04 durch. 3:1 nach Elfmeterschießen lautet das Endresultat. Für Schalke sicherlich bitter, so auszuscheiden, aber ganz unverdient ist es nicht. Es wäre eben so eine Partie gewesen. Bei normalen Spielen in der Bundesliga wäre das ein Unentschieden gewesen, aber es ist eben Pokal. Da braucht es einen Sieger und einen Verlierer. Köln gewinnt gegen Schalke nach Elfmeterschießen. Dass Borussia Dortmund der klare Favorit in dieser Partie gegen den 1. FC Union Berlin war, ist ja keine Frage. Und das wollten sie von Beginn an klar machen. Hier einen ruhigen Pokalabend verleben, ein schnelles Tor, um dann noch schnell nachlegen zu können und die Partie eben früh in sichere Fahrwasser zu geleiten. Und hier kam sie, Marco Reus, Delaney, 1:0. Für Dortmund. Perfekt gespielt. 5. Spielminute. Besser kann es für die Elf von Lucien Favre
gar nicht losgehen. Traumhaftes Tor, super gespielt und Union Berlin war jeweils einen Schritt zu spät. Da konnten sie einfach nicht mithalten gegen diese offensive Wucht der Schwarz-Gelben. Klasse gespielt. Diese Flanke, Reus legt clever zurück und Delaney kommt angerauscht von hinten. Hat dann auch die Schusstechnik, den so zu versenken. Rafael Gikiewicz möchte man da keinen Vorwurf machen. Der ist einfach perfekt geschossen, nahezu. Und so stand es dann 1:0. Konnte Union Berlin auch Akzente nach vorne setzen? Klare Antwort, ja. Schmiedebach auf Hartl. Wieder Schmiedebach, der den Ball hier bekommt. Kann sich drehen, viel zu einfach. Legt den Ball dann nochmal nach außen. Gugia Prömel ist das. Grischa Prömel trifft nur den Pfosten. Glück in der Situation für Dortmund. Und Union Berlin mit viel Pech. Das hätte es natürlich sein müssen. Viele Möglichkeiten dieser Art bekommt man hier nicht. Dann die nächste Möglichkeit für den BVB. Paco Alcácer, aber kein Problem für Gikiewicz. Den fängt er einfach ab. Dann dieser geniale Ball auf Christian Pulisic. Pulisic! Da ärgert er sich zu Recht. Richtig gute Möglichkeit, aber eben am Kasten dann auch vorbei. Und dann kam der BVB wieder. Lukas Piszczek im zweiten Durchgang mit dieser Flanke, aber Friedrich war dazwischen. Das war schon eine gute, konzentrierte Abwehrleistung der Eisernen. Aber auch eine gute Offensivpartie der Dortmunder, die aber noch nicht ganz in Fahrt kam. Es brach noch nicht über die Gäste hinein und jetzt versuchten sie aber hier den Deckel drauf zu machen. Paco Alcácer mit dem Pass, Delaney kommt nicht ran, weil Gikiewicz eben aufpasste. Wir sind schon in der 80. Minute. Piszczek über die rechte Seite, kann da nicht angegriffen werden. Bringt die Flanke und Paco Alcácer machte die Sache dann klar. 79. Minute, um genau zu sein, das 2:0 für Dortmund. Und damit sollte doch jetzt alles klar sein für den BVB. Gute Flanke vom Polen über die rechte Seite. Und Paco Alcácer ist eben in einer absoluten Topform. Und das zu sagen, wäre vielleicht auch untertrieben. In der Form seines Lebens, so wie der die Dinger reinmacht. Hält hier den Fuß hin, unten rechts rein, Gikiewicz mal wieder chancenlos. Aber auch Union Berlin wollte zumindest noch den Ehrentreffer oder Anschlusstreffer. Es war aber schon die 90. Spielminute. Sie versuchten das nochmal, Schmiedebach, Prömel, Gugia mit der Flanke und Felix Groß konnte tatsächlich noch das 2:1 machen, aber das war auch die gleichzeitig letzte Aktion der Partie. Nichts geschah mehr, nichts passierte mehr, es brannte nichts mehr an. Borussia Dortmund muss sich diesen Schönheitsfehler hier gefallen lassen, werden sie nicht so richtig glücklich mit sein, aber es gibt sicherlich auch Schlimmeres. Bürki musste einmal hinter sich greifen und so endet diese Partie zwischen Dortmund und Union Berlin 2:1. Absolut verdient, sehr souverän die Mannschaftsleistung der Gastgeber. Und ein Tor von Delaney, ein Tor von Paco Alcácer sorgten dafür, dass hier klare Verhältnisse herrschten. Holstein Kiel gegen den Sportclub Freiburg und die Freiburger konnten gegen Gladbach ein Ausrufezeichen setzen, aber auswärts ist das immer noch mal ein anderer Schnack, im DFB-Pokal sowieso und bei den Kieler Störchen ist es auch nicht allzu einfach aufzutreten als Gast. Serra Okugawa über die linke Seite erstmal gut kombiniert, Kin Zombie bekommt den Ball und dem haut dann rauf. 5. Spielminute, 1:0 für die Kieler Störche, erste Möglichkeit in der Partie. Und der erste Treffer, super gespielt. Der rechte Verteidiger mit aufgerückt, den hatte da bei Freiburg keiner auf den Schirm. Mühling, Kin Zombie, dem. Und dann klasse Abschluss und Schwolo kann da gar nichts mehr machen. Schlägt da gut ein. Das war aber auch ein echt guter Schuss vom rechten Verteidiger. Hut ab für diesen Abschluss und für den Mut auch in der Anfangsphase der Partie schon überhaupt nach vorne zu gehen. Und Kiel blieb dran. Serra! Schwolo pushte sich selber, musste aber eigentlich mal seine Vordermänner da ordnen. Das war gar nichts in der Anfangsphase. Vom Spiel gegen Gladbach war irgendwie gerade nicht mehr so viel zu sehen bei den Gästen. Jetzt versuchen sie aber im ersten Durchgang trotzdem noch etwas zu reißen. Das ist Kübler auf Dominik Heinz. Dominik Heinz schießt aber Mühling an. Und so ging der Ball dann
zum Eckstoß. Die beste, in Anführungszeichen, Möglichkeit in der Situation, in der ersten Halbzeit für die Gäste. Aber das war über weite Strecken einfach kein guter Auftritt der Freiburger. Damit konnte Streich nicht zufrieden sein. Es stand also zur Pause 1:0 und zum zweiten Durchgang wollte dann Freiburg besser werden. Haberer auf Nicolas Höfler. Wird da nicht angegangen. Roland Salai, wieder Höfler, legt den Ball auf Robin Koch. Das ist Petersen. Heinz mit dem Abschluss. Immer wieder vorne aktiv gewesen. Aber das war dann auch zu harmlos, um jemanden wie Kenneth Kronholm aus der Reserve zu locken. Doch sie wollten es jetzt besser machen und den Ausgleich erzwingen. Das ist Petersen, bringt den Ball auf die linke Bahn. Roland Solai legt den Ball zurück. Petersen, aber Hauke Wahl ist dazwischen und sorgt dafür, dass der Ball nicht gefährlich wurde. Jetzt kam nochmal Kiel in der Schlussphase der Partie, wollte es klar machen. Benny Gürt, Dem und Okuga war auf Kinzombie der Abschluss. Naja, sei mal dahingestellt, aber sie versuchten es zumindest, doch die Entscheidung sollte noch nicht fallen. Und nochmal die Freiburger, jetzt zumindest in die Verlängerung zu kommen. Roland Salai wieder auf Koch, Petersen, der Abschluss aber abgewehrt. Und dann war es das. Das war die letzte Aktion nach vorne. Kiel setzt sich durch einen frühen Treffer in der 5. Spielminute gegen den Bundesligisten aus Freiburg durch. Auch absolut in Ordnung. Den Freiburgern ist nicht so viel eingefallen. Und so scheiden sie dann nicht unverdient aus in der 2. Runde des Pokals. Und Holstein Kiel kann weiter vom Pokal träumen. Zweitligapartie mal wieder im DFB-Pokal. Arminia Bielefeld empfing den MSV Duisburg. Und die Duisburger unter Thorsten Lieberknecht zumindest erstmal etwas regeneriert. Jetzt versuchen sie es hier im Pokal gegen die Bielefelder zu wiederholen, wie man es unter anderem gegen Köln auswärts machen konnte. Aber das war nicht so einfach, weil Fabian Klos und Co. da vorne richtig gut wirbelten. Die Elf von Jeff Saibene war hier deutlich besser in der Partie. Dann aber auch mal die Gäste. Das ist Kauli Oliveira Sosa, wahrscheinlich der Beste im Kader. Der Zebras und Boris Taschi testet Stefan Ortega Moreno. Aber der ist da in der Klasseverfassung, holt den raus. Nochmal eine Möglichkeit für Duisburg vor der Pause. Das ist Nauber, legt den Ball zurück. Fröde, aber es war erstmal immer wieder einer dazwischen. Seiger haut er sich rein und dann war die Szene geklärt. Es stand also 0:0 zur Pause. Bielefeld wurde ein bisschen zu schläfrig vor dem Seitenwechsel, aber Duisburg bestrafte das nicht und so ging es torlos in die Katakomben. Im zweiten Durchgang wollte es die Elf von Jeff Saibene dann wieder besser machen. Hartherz, Edmundson und 1:0. Mesenhöhler wird getunnelt, bitter für Duisburg, 56. Spielminute, 1:0 für die Gastgeber. Schnell gespielt, gut gespielt, Edmundson, der Mann von den Färöerinseln, macht das Ding rein und bringt die Gastgeber in Führung, die das hier ein bisschen zu einfach spielen können. Hartherz ist viel zu frei. Dann der einfache Doppelpass mit Edmundson, der da klasse durchläuft vor Mesenhöhler. Cool bleibt, Glück hat, dass der Ball durch die Beine eben geht. Und so steht es dann 1:0 für die Arminen. Duisburg gab sich aber nicht auf und spielte wieder mal nach vorne. Wiegel mit Oliveira Sosa im Zusammenspiel. Da kommt auch die Flanke. Die ist super. Taschi muss sich den Abschluss selber nehmen. Kommt aber nicht ran. So bekommt Engi den Ball. Aber schießt wieder einen Gegenspieler an. Und die Bielefelder Mitspieler applaudierten zu Recht. Das war eine gute Aktion. Aber auch diese Aktion war von beiden Parteien sehr gut. Klasse Abschluss von Kevin Wolze, der Captain, nahm sich hier mal ein Herz und der hätte auch gepasst, aber kommt ein Stück zu zentral und Ortega Moreno hält die Hand ran und kann sich zu Recht feiern lassen. Wir sind in der Schlussphase der Partie und von Duisburg kam nach vorne jetzt zu wenig, kein Abschluss mehr, sodass nochmal diese Möglichkeit zustande kam. Mesenhöhler aber dazwischen verhinderte das 2:0, doch es machte nichts mehr. Am Ende gewinnt Bielefeld knapp mit 1:0 gegen den MSV. Nicht unverdient setzen sie sich in die nächste Runde ab. Und Duisburg muss sich einfach nicht zu Unrecht geschlagen geben. RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Eine klasse Partie in der 2. Runde des Pokals. Sicherlich zwei Geheimfavoriten, die jetzt schon aufeinander trafen. Und einer muss eben den Wettbewerb jetzt bereits in der 2. Runde verlassen. Und erstmal sah es richtig gut
für Hoffenheim aus. Die spielten hier richtig klasse in der ersten Halbzeit. Gulaschi gegen Nelson. Gut von Joel Linton weitergeleitet. Kein Abseits, aber der Ungar im Kasten ist dann auf der Hut. Der anschließende Eckstoß. Gut reingetreten. Und da ist der Kopfball von Kevin Akpoguma. Der aber links am Gehäuse vorbeigeht. Und weiterhin waren die Gäste von Julian Nagelsmann aufgestellt. Und gut eingestellt vor allem auch. Die bessere Mannschaft von Leipzig kam erstmal nichts. Nelson verlängert auf Joel Linton. Der hat den Ball auf der rechten Außenbahn. Kann den Ball jetzt vielleicht mal reinbringen. Macht er auch. Da ist Kerim Demir bei. Und der Kopfball an die Latte. Es war jetzt wirklich Pech, dass es hier noch nicht 1-2-0 für die Gäste stand. Und Leipzig mit einem erschreckend schwachen Auftritt in den ersten 45 Minuten. Wieder die Gäste. Joel Linton, sehr auffälliger Mann. Demir bei auf Kramaric. Und jetzt stand es 1-0. Absolut verdient. 31. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Ein Auftritt der Leipziger, der sicherlich einige Fragen aufwerfen dürfte. So schwach in die Partie ist man lange nicht mehr gestartet. Und jetzt der verdiente Lohn. Es war das Glück der Rasenballsportler, dass es nur 1-0 stand. Denn es hätte schon deutlich höher stehen müssen. Definitiv kein guter Auftritt der Elf von Ralf Rangnick. Und weiter in Hoffenheim. Nochmal der erste Durchgang. Nochmal eine Möglichkeit. Karl Rabeck, Mukiele erstmal dazwischen. Trotzdem gibt es den Abschluss, der mir bei mit dem Kopfball. Aber dann doch etwas zu harmlos. Und trotzdem ging erstmal nicht der Eindruck weg, dass Hoffenheim hier deutlich viele Spielklassen über Leipzig spielen würde. Aber das war Bundesliga gegen Bundesliga. Sollte sich das jetzt im zweiten Durchgang nicht wenden, dann wäre das absolut unglaublich und sicherlich würde man da einige Fragen stellen an die Einstellung der Leipziger. Jetzt kam sie aber, Paulsen auf Kampel und dann stand es plötzlich 1-1. So schnell kann es gehen. 49. Spielminute. Wie aus dem Nichts dieser Treffer. Aber das ist eben das Manko, wenn man nur einen Treffer erzielt. Da kann man noch so eine gute erste Halbzeit spielen. Wenn man nicht nachlegt, dann wird man dafür bestraft in der Regel. Kevin Kampel hämmert das Ding rein. Und Baumann kann nicht eingreifen. Doch erstmal brachen die Hoffenheimer nicht ein. Sie wollten sich davon nicht beeindrucken lassen. Nico Schulz ist das. Hat lange Zeit, gibt den Ball zu Kramaric, bekommt den Ball aber wieder. Nico Schulz. Gute flache Flanke. Und Joel Linton hat Pech, dass Gulaschi Glück hat. Und Orban klärt das Ganze dann am Ende. Hält den Fuß rein. Viel mehr kann er da nicht machen. Und das ist dann einfach Pech, dass der nicht reingeht. Es hätte also schon wieder 2-1 für die Gäste stehen können. Aber sie verpassen es wieder, die Möglichkeit zu nutzen. Paulsen, Demme, Kampel. Da müssen einem als Julian Nagelsmann die Worte fehlen. 66. Spielminute, 2-1 für Leipzig. Und bitterer kann es einfach nicht vonstatten gehen. Oliver Baumann war bedient. Man konnte den Hoffenheimern ja nur einen Vorwurf machen, dass sie ihre Dinger nicht machen. Und das ist ein ziemlich harter Vorwurf, den sie sich gefallen lassen müssen und der hier eben bestraft wird. Klasse Abschluss. Kevin Kampel dreht diese Partie. Jetzt die Möglichkeit für Werner. Die Partie hier per Freistoßflanke vorzeitig in gewisse Bahnen zu lenken. Paulsen mit dem Abschluss. Aber gute Parade von Oliver Baumann. Ist schnell genug unten und fischt den Ball raus. Aber jetzt war die Moral der Gäste gebrochen. Das konnte man sehen. Das war auch bitter, wie sie diese Partie nicht für sich klar entscheiden konnten. Eckstoß von der linken Seite. Kampel bringt den rein. Ilsanker, Paulsen, Werner. Und dann Paulsen nochmal mit dem Kopfball. Und das 3-1. Kader Rabeck kann nichts mehr anstellen auf der Linie. Und so geht diese Partie dann auch zu Ende. Ein unglaublicher, ein aberwitziger Verlauf, der dazu führte, dass Leipzig weiterkommt und Hoffenheim rausfliegt. Und die Chancenstatistik beziehungsweise die Chancenstatistik
von 5 zu 21 lässt am Ende eine klare Sprache wieder mal hervorkochen. Leipzig macht die Dinger, ist effektiver, gewinnt dann auch mit 3 zu 1 und Hoffenheim muss sich an die eigene Nase fassen, die Dinger nicht gemacht zu haben. Trotzdem, es war ein starker Auftritt der Gäste mit dem größten Manko, dass man einer Fußballmannschaft nur anlasten kann, keine Tore zu schießen. 3 zu 1 gewinnt RBL. Wahrscheinlich so das Highlight der zweiten Runde des DFB-Pokals. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Auch wenn die Gäste in der Bundesliga nicht sonderlich gut reingestartet sind, haben sie immer die Qualität und die Möglichkeit, hier etwas gegen Gladbach anzurichten. Und die verloren ja auch zuletzt gegen Freiburg mit 3 zu 1. Und jetzt machten sie aber ab der 8. Minute erstmal das 1 zu 0. Ihr Zuhausegesicht ist nochmal deutlich souveräner und besser als das auf des Gegners Platzes. Und Thorgan Hazard hämmert das Ding rein. Der Ball geht viel zu einfach durch den Strafraum. Dieser Ball darf so nicht durchgehen. Mitchell Weiser verschätzt sich. Und so steht's dann. 1 zu 0. Bender in der Mitte verschätzt sich auch. Radetzky kann nur noch den Ball an seinem Ohr vorbeizischen hören. Und so stand es absolut verdient. Hier früh in der Partie 1 zu 0 für Gladbach. Jetzt mal Leverkusen. Das ist Lucas Alario auf Dominik Kor. Dominik Kor findet erst keine Anspielstation. Dann Brandt, Wendell, Alario mit dem Kopfball. Aber Sommer fängt den ganz sicher ab und hat mit dem Ball keine Probleme. Weiterhin Gladbach aber die bessere Mannschaft im eigenen Stadion. Dazu angehalten, die Partie in die Hand zu nehmen. Und das taten sie auch. Möglichkeit von Neuhaus, aber Kor schmiss sich rein und klärt den Ball so auf diese Art zum Eckstoß. Und den wollen wir uns auch anschauen. Gladbach ja schon durchaus erfolgreich gewesen nach Standards in dieser Saison. Hazard bringt den weit rein. Michael Lang haut ihn rein. 25. Minute, 2 zu 0 für die Gastgeber. Und Leverkusen war absolut bedient. Der rechte Verteidiger mit dem Kopfball. Frisur mutet ein bisschen an Yannick Westergaard an. Nicht die Größe, die hat er nicht ganz. Aber trotzdem die Kopfballstärke in der Situation zumindest konnte er sie unter Beweis stellen. Klasse gemacht. Wendell und Radetzky behindern sich da gegenseitig. Und so steht es da nach 25 Spielminuten 2 zu 0. Das ist aber auch ein gut gesetzter Kopfball, der ziemlich gut reinpasst. Direkt unter die Latte. Radetzky ist sogar noch mit den Fingerspitzen dran, kann aber nichts mehr verhindern. Was war mit Leverkusen los? Jetzt versuchen sie zumindest mal wieder nach vorne zu spielen und hatten Glück, dass sie sich hier durchsetzen konnten. Volland ist das, von Havertz den Ball bekommen. Volland nimmt sich den Abschluss selber. Ein bisschen zu eigensinnig sicherlich in dieser Situation, aber okay, auch das muss man mal versuchen als Stürmer. Elvedi ist aber dazwischen mit dem Oberschenkel und klärt zum Eckstoß. Aus dem resultierte dann nichts, aber Leverkusen kam doch mal vor der Pause. Julian Brandt wartet auf Wendell, der kommt dann auch mit. Wendell wird nicht konsequent angegriffen. Die Flanke kommt, Sommer kann ihn erst klären. Wendell macht ihn nochmal heiß und Kor mit dem Anschluss. 45. Spielminute, was für ein Treffer von Dominik Kor, der Sechser, mit aufgerückt. Gute Phase jetzt hier von Leverkusen. Bisschen Glück ist natürlich auch dabei. Die Flanke von Wendell kann Sommer erstmal klären, aber direkt wieder in die Füße des linken Verteidigers, der Leverkusener. Und Kor hat dann das Auge. Ob der wirklich so aufs Tor gehen sollte, ist eine andere Frage, aber er passt perfekt. Sommer war noch nicht wieder zurück. So ging es dann mit 2 zu 1 in die Halbzeit und Gladbach machte es vor dem Pausenpfiff nochmal unnötig spannend. Wie würde sich das jetzt im zweiten Durchgang weiter fortspinnen? Dominik Kor hier, der eben das 2 zu 1 erzielen konnte. Und Leverkusen hat jetzt die Möglichkeit, direkt auszugleichen. Kai Havertz, wartet, da ist Lars Bender. Und der muss in der 49. Spielminute den Ausgleich definitiv erzielen. Das wäre für Gladbach zwar bitter gewesen, aber Leverkusen hätte das geschmeckt. So versäumten sie es, nachzulegen. Abstoß bzw. Abseits, Freistoß. Position jetzt für Leverkusen. Motivationslos von Radetzky nach vorne getreten. Hazard auf Stindl und Tah ist dazwischen. Glück in der Situation, dass das nicht bestraft wird. Aber was Radetzky da macht mit diesem Freistoß da,
Das ist unverständlich. Tah ist mit der Fußspitze noch dran. Eckstoß für die Fohlen. Thorgan Hazard. Einen hatte er schon aufgelegt. Jetzt bringt er den rein. Elvedi verlängert. Am zweiten Pfosten steht wieder Michael Lang. 64. Spielminute. Wie kann das sein? Wie kann der da so frei stehen? Wird sich Heiko Herrlich fragen. Es stand 3:1 für Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen konfus. Das ist zu einfach. Der Ball wird verlängert an den zweiten Pfosten. Und Lang ist völlig frei. Da steht weit und breit niemand. Chor kommt viel zu spät. Bender kann nur hinterher schauen. Radetzky ist in der Situation die ärmste Sau. Und Leverkusen ließ sich davon aber nicht einschüchtern. Trotzdem hätten sie hier in der Situation das Ding machen müssen. Bisschen zittern da wahrscheinlich auch die Knie von einem Lucas Alario. Kann man ja auch verstehen. Es war jetzt nicht die allerbeste Position. Trotzdem auch gute Parade von Jan Sommer. So schlecht war der Schuss nun wirklich nicht. Gladbach wollte die Partie jetzt entscheiden. Kam nochmal über Hazard. Zurückgelegt auf Wendt. Bender nicht konsequent genug. Hofmann bringt den Ball rein. Stindl mit dem Verrückzieherversuch. War aber dann auch im Abseits. Hätte also nicht gezählt. Schauen wir drauf. Kann man gut erkennen. Klare Sache. Der Linienrichter ist auf der richtigen Höhe. Jetzt wollte es Leverkusen aber nochmal wissen. Doch die Zeit lief davon. Julian Brandt auf Alario und es stand 3:2 in der 85. Spielminute. Bayer war wieder da. Und Gladbach musste sich ja nochmal zitternd am Ende über die Ziellinie bewegen. Und es war ja noch wirklich nicht Schluss. 5 Minuten noch auf der Uhr. Gut jetzt hier gespielt. Alario bleibt cool diesmal vor Jan Sommer. Deutlich bessere Position als eben noch. Und so verdient er sich dann auch diesen Treffer. Für den Schweizer Schlussmann ist nichts zu machen aus der Position. Der ist zu platziert geschossen. 3:2 also. Und nochmal die Leverkusener in der Schlussphase. Bender auf Kevin Volland hat die Zeit, bringt den Ball auch auf die rechte Außenbahn. Mitchell Weiser, da ist Julian Brandt, der nur das Außennetz trifft. Und das war es dann wirklich. Eine Klasse, eine sensationelle DFB-Pokalpartie. Endet 3:2 für Borussia Mönchengladbach. Absolut verdient auch am Ende. Sie waren die deutlich bessere und stärkere Mannschaft. Verdienen sich das, aber Leverkusen kämpfte toll mit, aber war spielerisch lange zu schwach. Jo, hier seht ihr nochmal im Überblick meine Tipps und die Ergebnisse der Prognose dazu. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ja, tippt auch hier gerne fleißig mit den Kommentaren. Ciao.